Also ja, jetzt zurück zur Aufseherin gehen und ihr sagen, was wir hier gefunden haben. Oh, eine sehr schöne Donnerbüchse. So, den Tunnel erforschen. Tunnel führt nach links und rechts vor dir, führt ein dritter Pfad aus der Dunkelzeit zu einem hellen Lichtpunkt. Umkehren. Du siehst vor dir ein schwaches Licht, das Ende des Tunnels. Du trittst aus dem Bau und auf dem wurzelbedingten Boden des Vitrax-Gemeinschaftshauses. Ja. Ich möchte aber zurück nach Stalwart. Du folgst deinen Spüren zurück zum Ausgang. Also zurück in die Minen möchte ich, bitte. Jawohl. Gut. Oh, hier liegt sogar noch was rum. So, dann mal im Eiltempo zurück. Yes. Die Bergarbeiter scheinen wieder bei Sinn zu sein. Das hätte ihnen jemand einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf verpasst. Was genau hast du da draußen angestellt? Ich habe unter den Minen eine Vitrak-Kolonie gefunden. Ein bösartiger Pilz hat sie infiziert. Der Strahlenpilz war für die Angriffe und das Schwinden der Arbeiter verantwortlich. So war es, darauf wäre ich wohl nie gekommen. Ich bin froh, dass du der Sache ein Ende gesetzt hast. Wollen wir bei der Entscheidung bleiben, was mit Gammel zu tun ist. Gammel konnte seine Taten nicht kontrollieren. Ihr dürft ihm nicht die Schuld geben. Wie die Umstände auch gewesen sein mögen, er ist dennoch verantwortlich für Sammels Tod. Jemand muss bezahlen. Lügen, der Mord war allein Gammels Werk. Er hat seine Strafe verdient. Nicht mein Problem. Sind wir ehrlich, er konnte das nicht kontrollieren. Wenn Vitrax im Spiel sind und dann auch noch Pilze, die Vitrax verrückt machen. Damit Vitrax Menschen verrückt machen, ja, dann ist eh niemandem mehr zu helfen. Also die Eins. Du hast wohl recht, wir werden ihn eine Weile beobachten, dann überlegen wir, ob wir ihn freilassen. Nimm das als Zeichen unseres Dankes für deine Mühen, es ist das Mindeste. Kann ich sonst etwas für dich tun? Nein. So, flüstert aus der Dunkelheit. Oh, du sollst gesegnet sein. Ich wusste, dass jemand die Wahrheit aufdecken würde. So. Ein großer Organismus, der Strahlpilz genannt wird, hat sich in das Vitrak-Gemeinschaftshaus gegraben. Er übernimmt nach und nach den Verstand der Vitrak in der Siedlung und beeinflusst durch sie die Bergarbeiter. Ich muss diese Kreatur vernichten, wenn ich die Vitrak und die Arbeiter befreien will. Ich habe den Strahlpilz vernichtet. Die Vitrak sollen keine Gefahr für die Minen mehr darstellen. Ich muss Ismay von meinem Erfolg berichten. Ich bin den seltsamen Geschehnissen in den Minen von Stalwart nachgegangen und habe festgestellt, dass ein Strahlenpilz an einem schuld war. Ein seltsames Gewächs, das Gedanken kontrollieren kann. Es hat die Kontrolle über eine Vita-Kolonie übernommen und konnte durch sie die Bergarbeit in den Tunnel darüber beeinflussen. Ich habe den Strahlenpilz getötet und damit seiner Kontrolle ein Ende bereitet und die Minen gesichert. Ja. Schön. Gut, haben wir den Bakterien, dann hier können wir wieder unseren Lebensunterhalt verdienen. Can't believe they're letting that animal go free. It's all the new blood in town. They're soft. You'd better not show his face around here. That's all I'm saying.
Unglaublich, dass sie dieses Tier laufen lassen. Das liegt an dem ganzen neuen Blut in der Stadt. Sie sind weich. Er sollte sich hier lieber nicht blicken lassen. Mehr sage ich nicht. Habt ihr immer noch Probleme mit dem? Unglaublich, dass Gammel ungeschoren davonkommt. Es war in letzter Zeit nicht leicht in der Mine. Ja, er kann nichts dafür. Was war hier nochmal mit Tarfos? Nichts, okay. Oh, hier unten wächst was an den Bäumen. Tintenkappe, okay. Ne, wir machen es folgendermaßen. Ich gehe jetzt oben rum. Wagen, Haus, die Sachen. Die Zelte, hier den Bereich. Und dann den Abaddon-Tempel. Das ist jetzt ein Abaddon-Tempel. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nichts Besonderes. Wie sieht es eigentlich mit Sagani und ihrem Bogen aus? Naja. I'm here. Er steht immer noch hier rum. Können wir ihn noch was fragen? The Iron Flail has folk up in arms. Okay. Er sagt nichts Neues. Ihr beide steht immer noch hier rum. Ich hätte Suldro nicht verschont. Er soll sich lieber von mir fernhalten. Mann, immer diese Leute hier. I'm here. Thank you again for saving us. Danke noch einmal für die Rettung. Sie sind gekommen, um mir von der Batterie zu erzählen, dass du das Unmögliche vollbracht hast. Das ist mein Respekt. Diese Festung hat uns seit Ewigkeiten geplagt. Ein gemeinsamer Traum, den niemand festhalten konnte. Vielleicht ist das nun endlich der Tritt in den Arsch, den Stalwart braucht. Welcome. What can we do for you? Ich kann immer noch seine Seele lesen. Okay. I'm here. Okay, gehen wir weiter. Der steht immer noch am Klohäuschen. Ich wünschte, die Leute hier würden Dirian eine echte Chance geben. Mhm. Sei gegrüßt. Sag nur die Dörflerin, was ist mit dir? So, you're back. What can I do for you? Du bist zurück, was kann ich für dich tun? Seine Seele lesen. Die schneebedeckte Pfade verschwinden und die kalte Luft wird durch den beißenden Gestank von Rauch verdrängt. Eine dunkle Wolke steigt aus den Überresten eines brennenden Hauses am anderen Ende eines steinigen Fels auf. Du wirst am Boden festgehalten und über dir wahrscheinlich bläst der Wind glühende Asche hin und her wie Feuerwanzen. Du siehst auf dem... Not so brave now, are you? Du siehst auf dem linken Auge verschwommen, sodass die Gestalt, die über dir steht, nur aus schwarzen Flecken besteht. Vom Feuer zu einer Silhouette verschmolzen. Jetzt bist du nicht mehr so mutig, was? Eine dunkle Form schwingt auf dein Gesicht zu. Die Schmerzen, die darauf folgen, reißen dich aus der Erinnerung zurück in deine eigene Haut. What? Did I spill something on myself? Was, habe ich mich bekleckert? Wayfield blickt auf seine Kleidung hinunter. Leb wohl. Sei gegrüßt. Wie die Leute... Hier reden, ich verstehe kein einziges Wort.
Leider habe ich keine weiteren Kopfgeldaufträge anzubieten. Okay, er hat nichts. Dörfler. Dörfler. Hat er noch was zu sagen? So, you're back. What can I do for you? Du bist zurück, was kann ich für dich tun? Ich habe einige Fragen. Sure, ask away. Not sure what I can tell you, though. I haven't been here half as long as most. Natürlich, frage, aber ich weiß nicht, ob ich antworten kann. Ich bin noch nicht sehr lange hier. Wer bist Me? Du? Well, I used to build houses. These days I do this and that. Get work at the fishery sometimes, mending nets. Right now I'm helping with the stockades. The ogres keep us busy. Ich, Wayfield wird überrascht. Naja, früher habe ich Häuser gebaut. Heute mache ich dies und das. Manchmal kriege ich in der Fischerei Arbeit, Netze flicken. Im Moment helfe ich bei den Palisaden. Wegen den Ogern ist immer viel zu tun. I'm from Ina's Rest originally. Not so far from your Cadnua, actually. A little ways east. Nice lake nearby. A little like the one here. Ursprünglich komme ich aus einer Straße, gar nicht so weit weg von Cadnua, wie der Zufall es will. Ein Stück weiter östlich. Es liegt in einem schönen See, ganz ähnlich wie der hier. The weather's a little different up here, though, right? Never pictured myself living up in the mountains, but here I am. Aber das Wetter hier oben ist nicht ganz dasselbe. Was? Wayfield kichert. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in den Bergen lebe, aber hier bin ich. Was kannst du mir über Stalwart sagen? Truth is, I couldn't care less about the town or the mines, but I like the people. Hardy bunch, living up here in the cold. Shame most of them have packed up. Ehrlich gesagt ist mir die Stadt egal, genau wie die Minen. Aber ich mag die Leute. Ein zähes Volk, das der Kälte hier oben trotzt. Ein Jammer, dass die meisten von ihnen weggezogen sind. Figure they deserve better. And well, you've given them a chance at that. So you know, thanks for what that's worth. Sie haben etwas Besseres verdient und naja, das hast du ihnen. Naja, du hast ihnen die Chance darauf gegeben. Also danke. Vielen Dank. Mehr Fragen habe ich nicht. Anything else then? Ah, sonst noch was? Leb wohl. Gut, dann gehen wir wieder hier rein. Also in die Taverne. Dum di dum. Dum. Da di dum. Sie singt wieder. Da sind unsere Orlana-Spieler. I'm here. Gibt's bei dir was Neues? There really isn't anything you can't do, is ich hab schon gehört, es gibt wirklich nichts, was du nicht kannst, oder? This will do so much for Stalwart. You can see it in everyone's faces. Das wird ein echter Sing für Stalwart sein. Man sieht es in den Gesichtern der Leute. Wir haben wieder Hoffnung. Dann lebt wohl. Ah, ich dachte, ich hätte Bier bestellt. Sie hat mir wohl versehentlich das Spülwasser gebracht. Sie seufzt. Vielleicht auch absichtlich, man weiß es nicht. Was für dich nach Stalwart? Ich vertrete eine Gruppe von Investoren aus Trutzbuch, die ein Handelsabkommen mit Stalwart schließen möchten. Bevor sie sich aber binden, wollen sie die Stadt bewerten lassen, um sicherzugehen, dass sie so wohlhabend ist, wie sie behaupten. Da komme ich ins Spiel. Sie nimmt einen langen Schluck aus ihrem Humpen. Wie bewertest du die Stadt? Es wechseln viele Münzen die Hände, aber ob das die ein kurzfristiger Aufschwung ist oder eine langfristige Wandlung, wird sich erst noch zeigen müssen. Tafor schickt mich. Ich bin hier, um in Stalwarts Namen das Handelsabkommen auszuhandeln. Endlich, ich habe mich schon gefragt, ob Tafor mich vielleicht vergessen hat. Ich will zuerst die Fischerei von Stalwart sehen. Meine Mandanten haben Sorge, dass sie ein Hindernis für Stalwarts Wohlstand darstellen könnte. Wir treffen uns davor. I'm here. Please! Someone has to do something. Piss off, Kern. I got enough problems. Kern hat Probleme. Also Kern sagt, bitte, jemand muss was unternehmen. Und der Dörfler sagt, verpiss dich, Kern. Ich habe genug Probleme. Was ist dein Problem, Kern? Seit Jahrzehnten lebe ich hier. Wir haben zusammen gearbeitet und getrunken. Und keiner von ihnen rührt nur auch einen Finger. Das Gesicht dieses Zwerges ist feucht und fleckig. Sein Ausbruch scheint ihn Kraft gekostet zu haben. Er sackt zusammen und seine feinigen Züge zeigen seine Erschöpfung.
Tut mir leid, mir ist nicht nach Plaudern, aber irgendjemand hier wird schon mit dir anstoßen. Was ist passiert? Ich habe etwas Schreckliches getan und ich weiß nicht, ob ich es wieder gut machen kann. Mein Nachbar Hadi, wir haben uns selbst an guten Tagen nicht verstanden. Dieser Streit um das Land, dass ich die Hälfte meines Eigentums verloren habe. Es ist ausgeartet. Ich bin zufällig bei Hadis Haus vorbeigekommen. Hast du ihn gesehen? Ist Hadi in Sicherheit? Ich schwöre dir, ich wusste nicht, dass Cevestin ein düsterer Schreiter ist. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Ich habe mich um den düsteren Schreiter gekümmert. Hadi und Elvina sind tot, aber Eska lebt noch. Bei den Göttern. Hadi, aber Eska lebt. Du hast ihn gerettet. Dann schulde ich dir dafür alles. Ich werde es nie wieder gut machen können, aber ich werde es versuchen. Hier, nimm das und danke, dass du mir einen letzten Fleck auf meiner Seele erspart hast.